Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder ihre Kommentatoren. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Rapid Wien gegen Manchester United. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Ballverlust. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David de Gea. Christian Eriksen steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und einziger Angreifer ist Wout Weghorst. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Ecke Man United. Kurz ausgeführt. Bruno Fernandes holt sich den Ball im eigenen 16er. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Er ist der beste Torjäger, den dieser FUT-Verein hat. Das passt einfach alles zusammen. Ich glaube, den würden sie am liebsten nie wieder gehen lassen. Eine absolute Legende. Vielleicht die Führung jetzt. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Wout Weghorst. Christian Eriksen hat den Ball. Eriksen, den muss er machen. Eriksen trifft. Da ist er wieder. 1-0 in diesem Spiel. Unheimlich wichtiges Tor. Das wissen wir alle. Und wir sehen den Jubel. Es ist halt ein klasse Spieler. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Jetzt schießt er. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Stark dazwischen gegangen, nicht zum ersten Mal heute. Guido Burgstaller. Da muss er hin und holt sich den Ball. Manchester United weist in der heutigen Partie bislang eine doch eher mäßige Ballbesitzstatistik auf. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz. Genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Rashford. Weghorst. So, Tor für United und damit erhöhen sie ihre Führung hier auf 2 Tore. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Guido Burgstaller. Gute Chance. Schön geklärt. Bruno Fernandes. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Sie können es machen. Und er schießt. Das nächste Tor, die Abwehr erneut machtlos, die Führung damit 3 Tore. Die erste Hälfte ist vorbei.
United ist bislang die bessere Mannschaft. Sie führen deutlich zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Weiter geht's hier. Da haben sie die Chance. Gute Chance, aber vereitelt, macht er ganz sicher. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Hat jetzt Anspielstation. Der Pass, stark gemacht. Heißt es also jetzt. Anthony. Ballbesitz Bruno Fernandes. Und jetzt mal Manchester United. Wout Weghorst. Er versucht's. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Jetzt wechseln sie hier aus. Ball wird kurz gespielt. Rashford. Kaum wurde es gefährlich, holt er sich den Ball. Klasse. Schönes Dribbling hier. Ist das der Anschlusstreffer? Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Ecke kommt kurz. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Viel Platz für den Konter jetzt. Szene immer noch gefährlich. Und sie verlieren den Ball dann doch. Bruno Fernandes. Rashford. Da muss er aufpassen. Fitz. Schöne Aktion. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Der kurze Eckball. Rashford. Eine weitere Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Sechs Minuten haben wir hier noch. Burgstaller. Und dann ist der Ball weg. Sie sucht die entscheidende Lücke. Gute Gelegenheit. Guter Volleyschuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Ecke kommt. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Die Gastgeber haben diese heutige Partie also verloren. Das war heute keine gute Leistung, wissen Sie auch. Vor allem defensiv
Da waren immer wieder große Lücken. Und diese Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir nicht erlauben, schon gar nicht gegen diesen Gegner. Dann gibt's die Niederlage. Und die war am Ende dann doch ziemlich deutlich. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.